Gott, ich will meinen ersten Teil von meinem Duftsammlungsvideo machen. Ich hoffe, das geht sich in ein Video aus, weil es ist so viel. Es ist so viel. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Video machen soll. Ich kann halt nicht näher drauf eingehen. Ich kann euch nur erklären, ob ich den Duft schon mal hatte oder noch nicht hatte. Ob ich ihn schon mal probiert habe, ob ich mal eine Probe hatte, bla bla bla. Ich kann auch jetzt nicht wirklich alle Duftstoffe oder so einblenden. Das würde wirklich den Rahmen sprengen. Habt bitte Verständnis dafür, wenn ihr schon diese Sammlung sehen wollt. Viele wollen diese Sammlung sehen, das weiß ich auch. Deswegen habt ein bisschen Verständnis. Wenn ihr aber wollt, dass ich auf einen Duft näher eingehe oder irgendwas in der Art, vielleicht auch komplette Yves Saint Laurent Düfte zeige, was drinnen ist, bla bla bla, könnt ihr mir das gerne schreiben, dann werde ich das machen. Aber habt bitte jetzt Verständnis, dass ich jetzt nur durchgehen werde, was ich jetzt habe und eben was ich als Backup habe. Ich habe noch im Badezimmer ganz viele Parfums stehen. Kann ich vielleicht euch dann kurz filmen, wenn es sein muss, oder dann im zweiten Teil. Da steht nämlich der Twilly, der Elisabeth Arden steht drinnen, dieser Birne, ein Jill Sander, ein Davidoff und irgendwas noch. Fragt mich nicht, was noch. Irgendwas noch, keine Ahnung. Ich fange aber jetzt mal an, sonst sprengt das wirklich extrem den Rahmen. So, ich habe zwei neue in der Sammlung. Das sind zwei Yves Saint Laurent. Das ist der ganz neue Le Parfum Opium, also von Black Opium. Ein bisschen was weiß ich ja, wo circa was drin ist, das kann ich euch auch sagen. In jedem Opium ist Kaffee drin, was ich persönlich sehr gerne mag. Am liebsten mag ich den neuen, weil da sind drei verschiedene Vanillenoten drinnen. Geil, einfach geil. So. Den Libre Le Parfum habe ich auch neu bekommen. Mag ich auch sehr gern. Von den Libre mag ich aber den klassischen nicht. Der riecht bei mir nicht so gut. Die einzigen zwei, die ich persönlich tragen kann, sind der Le Parfum. Den habe ich vor kurzem schon probiert. Und den Intense. Der Intense gefällt mir zumindest an mir am besten. Den habe ich auch irgendwo noch. Fragt mich aber nicht wo. So. Einmal habe ich den Roberto Cavalli Paradiso Absolut, den gibt es leider nicht mehr. Den mochte ich nämlich sehr gern. Der war bei uns damals reduziert in der Filiale. Das ist jetzt nur die 30 ml, sollte ich vielleicht auch mal bald verwenden. Aber der riecht eher so nach Sommer, also das wäre eher so ein Sommerduft für mich. Ich habe auch zwei Rituals. Einmal den... Wie heißen denn die... Egal, einmal den gelben und einmal den rosenen. Beide hatte ich in einen Adventkalender und in einen Sommerkalender drinnen. Beide mag ich aber sehr. Ich könnte die bald aufbrauchen, weil die sind eh zu klein. Dann habe ich den Biotherm-Duft O-Relax. Das war natürlich von einer Schulung, das sind die weiße Verpackung. Ich habe mir selten welche selber gekauft, muss ich ehrlich zugeben. Aber der Relax war einer von diesen Biotherm-Düften, die ich urgern mag. Das war so... eher ein orientalischer Duft, aber den finde ich geil. Finde ich wirklich geil. Gibt es leider nicht mehr, weil die immer die auflassen, die ich am liebsten mag. Von Marc Jacobs, den gibt es leider auch nicht mehr, den Decadence. Hat eine Samtverpackung, die Verpackung zerlegt sich bei mir schon total, sieht man eh auch. Das ist dieser Duft, der was ausschaut wie eine Tasche. Ich kann ihn euch jetzt nicht komplett zusammenbauen, aber der schaut... so aus. Also der hat dann noch diese... Moment. Ich habe ihn für euch zusammengebaut. Einmal von Marc Jacobs, den Decadence. Den will ich gar nicht mehr verwenden, weil es den ja offiziell nicht mehr gibt. Und eigentlich ist auf den größeren Größen dann immer diese Quaste drauf. Die müsste ich noch in der alten Wohnung haben. Die will ich natürlich nicht wegwerfen, die werde ich mir auch noch aufheben. Ja, die haben sie uns damals dazu geschenkt, weil wir ja die kleine Größe gekriegt haben und die Quaste da ja nicht oben war. Obwohl mir das ja wurscht ist, aber vielen Kunden stört das, dass entweder zu wenig Blumen auf diese Marc Jacobs Düfte drauf sind oder eben, dass da damals die Quaste nicht drauf war. Da gab es ja auch zwei oder drei verschiedene von denen und die gibt es alle leider gar nicht mehr. Den gibt es leider auch nicht mehr. Das war von Thierry Mugler, den Extraordinär. Den habe ich mir sogar damals selber gekauft. Da war ich noch gar nicht in einer Parfümerie, den habe ich mir damals selber gekauft. Weil es da damals eine Miniatur, weil es da mal eine Miniatur dazu gab. So, dann habe ich noch einen komplett geschlossenen. Si Passion von Armani, den Eclat. Ich habe halt das Positive ist, dass ich halt viel auch in der Arbeit essen kann, deswegen weiß ich genau, wie er riecht. In jedem Armani Si ist Johannisbeere, also schwarze Johannisbeere. Den Eclat finde ich aber gar nicht schlecht.
Ich habe auch den Iron Man Duft noch. Die sind halt trotzdem, dass die Ding so weit hinten ist, stauben die trotzdem so ein. Ja. Habe ich mir damals eingebildet. Wurden reduziert und ich habe mir damals alle gekauft. Die anderen werdet ihr auch noch sehen. Könnte ich irgendwo anders hinstellen. Vielleicht stelle ich die ins Wohnzimmer. Schauen wir mal. Weil das ja eher so Filme- und Videospielmäßig ist. Da ist eher so mein Disney-Reich. Und drüben ist eher dieses Videospielreich. So. Von Yves Yves Rocher habe ich noch den Evidenz. Der war mal aus einer Limited Edition. Die haben immer so eine limitierte Edition rausgebracht. Habe ich auch noch. Von Armani, der Because It's You, der ist gar nicht so schlecht. Den würde ich gerne im Sommer verwenden. Der ist eher so fruchtig, richtig angenehm. Aber ich würde ihn vielleicht gar nicht im Sommer benutzen, sonst fliegen mir die ganzen Bienchen hinterher, sondern eher so Frühling, Herbst, sowas. Jetzt kommen viele, wo ich keine Verpackung mehr habe und das nervt mich extrem. Von Orchidee, ich glaube, der war mal von Yves Rocher. Ja. Ja. Den habe ich ja mal von meiner Mom bekommen. Der ist auch schon urdreckig, den müsste ich mal putzen. Dann von Jean Paul Gaultier. Ich hasse die, was ohne Verpackung sind, sage ich euch ganz ehrlich. Weil ich mag das lieber, wenn ich meine Backups habe, wo die Verpackungen drinnen sind. Den habe ich mir auch damals im Set gekauft. Den würde ich so gerne benutzen, aber ich habe noch so viele offen. Den mag ich auch sehr gern. Das ist der Labelle. Der ist mega. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. Dann habe ich von Calvin Klein. Den gibt es leider nicht mehr. Den Reveal. Der verfärbt sich nur schon so extrem. Und ich sollte den mal verwenden. Das werdet ihr jetzt, glaube ich, bei jedem fünften Duft hören. Aber er riecht noch normal. Gott sei Dank. Ich liebe den. Also der Reveal ist einer meiner absoluten Lieblinge. Und ich bin so traurig, dass die den damals aus dem Sortiment genommen haben. Dann habe ich zweimal den Black Opium. Wo ist da der Unterschied? Ich finde die schon genau gleich aus. Ich weiß nicht wo... Ah, das sind doch zwei verschiedene. Das ist, glaube ich, der Eau de Parfum Intense. Hat aber auch so eine blaue Form, also blaue Flasche. Und das war der, wo auch Absinthe drinnen war, glaube ich. Die Opiumdüfte, Leute. Die Opiumdüfte. Mein Problem ist immer, ich kriege da so einen Drang, die Sachen dann zu verbrauchen, weil ich eben so viel habe. Von Narciso Rodriguez habe ich den For Her. Da fehlt aber so ein Stöpsel aus dem ist der saudreckig auch. Furchtbar. Ja. Fand ich nicht schlecht. Den würde ich mir... Ich meine, da ist noch relativ viel drinnen, aber ich habe noch irgendwo einen anderen Narziso und da will ich dann den Stöpsel raufgeben. Irgendwann mal. Von Escada habe ich auch die beiden. Also ich habe den pinken zweimal sogar. Das war ja dieses Herzchen von Escada. Ich liebe die. Und ich würde mir da auch dann eine Flasche auch aufheben. Ich weiß aber gar nicht, welchen ich da zuerst verwenden soll, aber ich sollte die bald verwenden. Das waren einmal die und das rote Herz habe ich auch. Passend perfekt in das Schlafzimmer von mir. Rituals habe ich auch ein paar Sachen. Einmal von Karma, den Body Spray. Ich weiß nicht, wo ich den hingeben soll, damit ich den bald verbrauche, weil diese kleinen Dinge stören mich in dieser Sammlung noch mehr. Und einmal den Ritual of Mare. Habe ich auch. Bitte flieg mir nicht am Kopf. So, dann habe ich von Zadig und Voltaire einen Duft, den Girls Can Do Anything, den liebe ich. Der riecht wirklich geil. Ich habe da auch irgendwo noch die Bodylotion oder so. Ich liebe dieses Parfum. Der riecht wirklich gut. Sitz. Von My Burberry, den gibt es glaube ich sogar gar nicht mehr, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Habe ich die 30 ml? Der hat da so ein Näschchen drauf. Habe ich mir damals sogar selber gekauft, weil da gab es ein Body Spray dazu. Das kann ich euch gleich zeigen. Ich habe nur das Problem, ich verbinde den Duft nicht mit mir, weil den hat meine Filialleitung immer getragen. Also wie sie noch Abteilungsleitung war, hat sie den immer getragen, auch den Armani Sie. Und deswegen kann ich die beiden, weil ich das halt nicht, nichts gegen sie, nicht falsch verstehen, sondern ich kann das einfach mit, ich bin da komisch, mit mir kann ich das nicht verbinden. Also ich habe dann kein, mir fehlt dann der Bezug zu dem Duft, wie wenn ich einen Duft habe, den ich liebe und den nur ich benutze. Ja, und da gab es halt einen Bodyspray dazu, den habe ich halt auch. Da bin ich schon am Überlegen, ob ich nicht sowas einfach als Raumduft verwende. Ich liebe aber die 4711 Düfte, das war das Pomegranate Eukalyptus. Die waren gar nicht so schlecht. Auch wenn jeder immer dran vorbeigeht, die sind nicht schlecht.
Dann habe ich von Sie noch zwei große Größen. Beide sind von dieser Passion-Reihe, einmal den Intense und einmal den normalen. Ich glaube, der Intense geht schon wieder aus dem Sortiment. Ich finde es gut. Ich sehe da unten nur noch welche mit Verpackung. Finde ich gut. Wie ich das dann wieder da einräume, habe ich keine Ahnung. Einmal habe ich von Narciso Rodriguez das Eau de Toilette. Habe ich damals gewonnen. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Das war so ein Würfel. Es gibt ja entweder diese länglichen Flaschen, was ich ja vorher gerade gezeigt habe, oder diese Würfel. Und ich habe dann noch irgendwo einen. Und das war eben das Eau de Toilette. Habe ich noch nie verwendet. Und ich glaube einmal. Sollte ich mal gucken, ob der überhaupt noch gut ist. Ja, ich glaube, der ist noch gut. Das ist das Problem, weil wenn man da nicht aufpasst, können die ganz schnell kippen. Man sieht das kaum. Vom Marbert habe ich auch einen Duft. Den mochte ich ja auch so gerne. Der kommt in so einer geilen Verpackung. Ich habe da noch den Duschschaum in zigtausend Ausführungen. Und den Parfum will ich irgendwie nicht verwenden. Obwohl, dann hätte ich was weniger, aber ich könnte es mir ja auch nicht nachkaufen. Von Yves Saint Laurent vom Libre habe ich auch den Intense. Ich hatte auch den klassischen, den ersten, der rauskam, aber den habe ich einer Arbeitskollegin zum Geburtstag geschenkt. Die hat sich mega gefreut drüber. Ich habe auch generell schon viel verschenkt, aber es wird halt nicht weniger. Den kann ich euch zeigen, weil den hatte ich schon mal offen. Der schaut so aus. Aber Libre kennt man eh, oder? Also da braucht man nicht wirklich viel drüber reden. So, dann habe ich von Gucci Flora das Parfum. Und ich glaube, den kann ich unten öffnen. Na, geh auf. Den mochte ich ja auch so gern. Ich habe mal eine Probe davon gehabt und der ist mega. Der schaut so aus. Ich habe auch irgendwo noch die grüne Flasche. Aber ich habe so viel, dass ich halt nicht weiß, wo der genau ist. Von Armani C, von Passion, habe ich auch diese kleine Größe. Von dem habe ich auch urviele Bodylotions. Das ist so süß. Das will man gar nicht verwenden. Das ist so süß. Ja, ich bin ein kleiner Junkie, ich weiß. Ich weiß, sagt es einfach nicht. Denkt es euch nur. So, dann habe ich den in groß wieder. Den Roberto Cavalli, den kennt sie von mir, den liebe ich. Das ist dieses klassische goldene Eau de Parfum. Ich liebe den. Dann habe ich den Prada Candy Night, den es ja leider nicht mehr gibt, weil den mochte ich auch sehr gern. Jemand hat ihn sogar nachkauft, weil ich ihn so gern mochte. Der wurde ja leider aufgelassen. Das war diese rosé-blaue Flasche, die so Ombre verläuft. Will ich halt deswegen auch nicht verwenden, weil es den natürlich nicht mehr gibt. Geht mal ein Keks. Wäre aber ein geiler Winterduft. Dann habe ich von Lancôme Idole den Duft. Ich habe aber noch die erste Variante, die was nicht stehen bleibt, weil es gibt ja schon neue Varianten, die so einen Fuß haben, die stehen bleiben. Meiner hat das nicht und den kann man nur hinlegen. Ja, die kann man auch wieder auffüllen, was ich weiß. Und ich habe auch noch dieses Case irgendwo, wo ich ihn dann reingeben könnte, wenn ich ihn mitnehmen sollte. Und ich habe auch diese Aufsteller auch noch irgendwo. Dann habe ich von Moschino den Toy. Den Bubblegum. Viele werden da, glaube ich, jetzt schreiend weglaufen. Aber ich habe den mir aussuchen dürfen, weil wir in Corona-Zeiten so brav Moschino verkauft haben. Durfte ich mir den damals aussuchen. Und ich finde den so geil. Das ist so... Ich habe ja oft schon eine Probe davon gehabt und habe ich das schon 100.000 Mal gesagt. Aber ich liebe den. Egal, was alle anderen sagen, ich finde den geil. Ich finde den wirklich geil. Mein Narciso Rodriguez, den ich von der Vivi zum Geburtstag geschenkt bekommen habe, den will ich gar nicht verwenden. Das ist eh so dämlich, oder? Ich habe so viele und sage zu jedem, ich will den nicht verwenden. Ich bin doch deppert. Das ist einmal der hier. Den hat sie mir zum Geburtstag geschenkt, weil ich den unbedingt haben wollte. Ach, deswegen habe ich auch bewusst keine Videos hochgeladen in letzter Zeit, weil die alle auch gemeckert haben, du ladest nichts hoch, ich weiß nicht mehr, was du magst. Warum wohl? Dann habe ich einen von 4711, den fand ich auch damals sehr geil. Den haben wir auf einer Schulung bekommen, da habe ich den zweiten damals meiner Mom geschenkt. Ich glaube, den hat sie sogar damals leer gemacht, weil den haben wir nicht mehr gefunden. Mit Apfel, glaube ich. Genau, da. Roter Apfel und Chili. Sollte ich auch mal verwenden. Aber da erinnert mich halt an meine Mom. Den überlege ich, ob ich jetzt weggeben soll. Weil was soll ich damit? Ich habe mir den damals eingebildet. Oder der ist schon süß. Aber ich weiß nicht, ob... Ich will ihn nicht auf mich sprühen. Klingt das vielleicht gemein? Gefällt mir nicht. Aber das Grünchen ist süß. Seht ihr das? Ich glaube, den werde ich aber Darlene schenken. Ich habe jetzt hier so viel aussortiert. Den schenke ich, glaube ich, Darlene.
Wow, ich habe einen Auszug, ich bin so stolz auf mich. Dann habe ich den Lady Gaga Fame, den Black Fluid. Den müssten noch so dreckig. Den müssen noch sehr viele kennen, der schaut so aus. Kommt so oder her. Den habe ich auch noch nie verwendet. Den gibt es leider auch nicht mehr. Ich müsste doch noch die Körperpflege irgendwo haben. Dann habe ich hier Boss. Descent, absolut. Das ist der einzige Boss, der mir gefällt. Ich hatte ja von Descent, von dem ersten, so viele Sachen und habe die alle verschenkt. Aber den absolut, den finde ich gut. Das ist einer, den will ich aus nostalgischen Gründen nicht hergeben. Der riecht auch noch immer so. Das ist echt arg. Was ist da drin, dass der so lange hält? Den haben wir so gern zu Halloween verwendet. Erst hat er nach Zuckerwatte gerochen und dann hat er sich verändert. Der war geil. Ich weiß gar nicht, ob ich den nicht lieber aufbrauchen sollte. Ich habe ihn euch gar nicht genau gezeigt, oder? Das ist so ein... Ich weiß es noch nicht, ob ich den leer machen will. Aber egal. Ich habe noch zu, original zu, einen Tom Ford Lost Cherry. Den hat mir damals der Stefan zu Weihnachten, glaube ich, geschenkt. Wisst ihr, ist mein absoluter Lieblingsduft. Den überlege ich auch, ob ich den nicht lieber herschenken soll. Von Cologne Intense. Der... Ich überlege, ob ich den nicht verschenke. Aber wem? Das ist ja auch wieder das Blöde. Wem gebe ich das? Dann habe ich von Boss Alive diese goldene Limited Edition. Die haben wir damals zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Auf Fing deiner Kotti-Schulung. Und der hat so ein richtig schönes Design. Seht ihr das? Da hat so Sternchen drauf. Mag ich auch sehr gern den Boss Alive, muss ich sagen. Ich mag aber den roten irgendwie lieber. Und jetzt gibt es gerade aktuell einen neuen. Den finde ich noch geiler. Dann habe ich von Gucci, das ist der zweite, den Flora. Beide mag ich sehr gern. Beide mag ich wirklich sehr gern. Und ich liebe die Flaschen von denen, die sind so süß. Bin ich sehr verliebt darin. Noch ein 4711. Floral-Kollektion. Ich weiß nicht, ob wir das nicht auch... Das haben wir, glaube ich, mal geschenkt bekommen auch. Ich weiß nicht, ob ich den nicht verschenken soll. Was soll ich mit den ganzen Klumpert? So. Also Klumpert ist ein bisschen hart ausgedrückt. Aber was soll ich damit? Ich habe so viel, das kann ich niemals aufbrauchen. My way. Armani, my way. Habe ich den klassischen einmal. Ihr kennt den, glaube ich, eh. Aber ich muss ihn euch jetzt nicht unbedingt zeigen, glaube ich. Aber ich zeige ihn euch natürlich trotzdem. Einmal den klassischen. Das ist auch eigentlich eine relativ große Größe. Die 50. Und den Intense habe ich auch noch. Dann habe ich von, den habe ich mir damals selber gekauft beim Tiki Max von Estée Lauder, den Modern Mousse Le Rouge. Ich mochte ja den anderen so gern, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Da ärgere ich mich auch, dass ich den nicht gekauft habe, aber ich habe ja Gott sei Dank den roten und der ist riesengroß. Guckt mal, wie groß der ist. Das sind 100 ml. Den gab es damals reduziert beim Tiki Max. Habe ich mir natürlich gekauft. Dann habe ich noch einmal zwei Idolen. Einmal den Aura, den ich ja so gern mag. Und einmal den Le Intense. Und bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich den nicht verschenke. Weil ich wüsste genau, wem ich den geben könnte. Weil die Person schaut zwar jetzt meine Videos und die wisst, dass dann sicher drauf kommen. Aber die hat ihn so gerne verwendet. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn denn nicht schenke. Den gebe ich auch weg. Ich mag diese Victoria's Secret Body Sprays nicht mehr. Das ist auch ein Victoria's Secret, aber den gebe ich ungern weg. Ich habe noch irgendwo das Tuch. Weil der riecht geil. Der riecht echt geil. Den werde ich mir behalten. Einer von wenigen, weil der riecht wirklich gut. Riecht aber eher so nach Weihnachten oder so. Dann habe ich von Victoria's Secret den Fearless und den finde ich auch urschön. Das ist auch ein sehr schöner Duft. Aber die Body Sprays, die geben mir halt nicht dieses gewisse... der ist ganz schön verfärbt. Sieht man das? Den will ich ungern weggeben. Das ist auch von Victoria's Secret, aber den mochte ich sehr gern, weil da habe ich auch die Bodylotion. Und irgendwie überlege ich, ob ich dann im Sommer den im Spind gebe in der Arbeit und die Bodylotion wieder verwende. Weil der riecht wirklich gut. Den habe ich echt hinterher traut, weil den hatten wir bei Müller nicht. Den habe ich mir damals in Bahndorf gekauft, glaube ich. Secret Escape hat er geheißen. Den werde ich noch behalten. Dann habe ich ein... Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke das war. Das schaut so aus. Die Flasche ist aber sehr schön. Auf. Ich könnte auch ein paar fürs Klo verwenden, auch wenn man das nicht so laut sagen darf. Aber da ist die Flasche so geil. Ich weiß nicht, wie er riecht, weil ich habe ihn damals nicht verwendet.
Den habe ich nämlich geschenkt bekommen. Ich habe ihn absichtlich nicht benutzt, weil ich nicht will, dass die mir halt alle kippen. Den lege ich aber fix auf die Seite. Sieht man ihn? Na. Hallo? Jetzt. Den werde ich auf die Seite geben. Den werde ich irgendwem mal schenken. Und ich überlege, ob ich den Rosenen auch verschenke. Warum auch nicht. So. Ich habe noch zwei von diesen Marvel-Düften gefunden. Einmal den Spider-Man und einmal den Captain America. So. Dann habe ich, den gibt es leider nicht mehr und den traue ich wirklich hinterher, von La Nuit Tresor à la Folie. Das war einer der geilsten Tresor-Düften. Das war der rote mit dieser, ich werde jetzt das nicht genau sehen, mit dieser schwarzen Schleife. Ich habe den geliebt. Und leider gibt es ihn nicht mehr. Ich habe den, glaube ich, zweimal. Ich habe den wirklich zweimal. Also könnte ich ihn einmal schon verwenden. Das ist die 50 und das ist die 75. Ich glaub's nicht, wir haben es bald geschafft. Ich bin so happy. Vielleicht suche ich dann noch die anderen raus, um die euch noch schnell zu zeigen. Von Narciso Rodriguez, den Poudre habe ich auch. Den fand ich ja urgeil damals. Den habe ich, glaube ich, sogar gewonnen bei Müller damals, wenn ich mich nicht ganz irre. Und den überlege ich, ob ich nicht den Stefan andrehen soll. Ich meine, ich mag ihn selber auch. Ich habe ihn mir auch damals selber gekauft. Von Calvin Klein Reveal, den Man. Der hat nämlich kandierten Ingwer drinnen. Mini. Der ist echt geil. Der ist wirklich geil. Muss ich fragen, ob er den benutzen will. Wenn nicht, werde ich ihn selber irgendwann einmal verwenden. Irgendwann einmal. Dann habe ich noch von... Oh, und der schaut ein bisschen komisch aus. Das wäre gebrochen oder so. Seht ihr das? Wie komisch das ausschaut. Das ist auch von Tresor einer. Das Eau de Toilette. Ich habe mir eine Zeit lang diese Tresor-Düfte gesammelt. Dann habe ich einen von Lush, den hat mir damals die Tanja geschenkt. Das ist die Verpackung urcool. So, der schaut so aus. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie der riecht. Vier noch. Dann ist diese Box leer und die war bis oben hin voll. Krass, echt krass. So, ich habe dann noch ein Black Opium, den Extreme. Dann habe ich noch den Alien und den liebe ich ja, das wisst ihr, ich habe schon so viele Proben gehabt und den würde ich niemals weggeben. Von Marc Jacobs, den Perfect Intense, habe ich auch von einer Schulung. Und den liebe ich ja auch so gern, Armani C Intense, den es leider aber nicht mehr gibt. Bin ich beschissen. Ja, ich habe jetzt noch die aus der einen Box oben rausgenommen, weil die können da eigentlich gar nicht hin. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich die dann später hingehen werde. Jesus Maria. Ich habe zweimal den Kenzo. Das war der Le Elixir. Ich habe den geliebt. Den gibt es aber nicht mehr. Den haben die leider aufgelassen. Ich habe den aber zweimal noch. Dann habe ich jeweils verschiedene von 4711. Und die finde ich gut. Die will ich nicht fürs Klo verwenden, weil die riechen nur geil. Einmal den Cotton Almond. Und einmal den Vanilla Chestnut. Aber die werde ich mir jetzt rauslegen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe noch zwei am Schminktisch stehen gehabt. Einmal von Elisab, den Essential. Der schaut so aus. Dann einmal den Tiffany Sheer. Den habe ich noch einmal, das war ein Tester. Und den Armani Light. Den hatte ich ja schon mal und der ist dann bei mir gekippt. Und ich hoffe, dass der mir nicht gibt. Weil der wäre im Sommer urgeil. Ich glaube, ich werde die was keine Verpackung haben, draußen lassen. Ich habe irgendwo noch so eine... Gott, lass jetzt ja nichts fallen. Ich erkläre es euch später. Ich zeige euch jetzt mal die restlichen noch, die ich noch habe, weil ich will noch das andere schnell drehen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ich will das noch schnell schaffen. Ich habe noch einen Lavier Bell. Habe ich auch von in deiner Schulung gekriegt. Der ist geil. Die Verpackung ist mega. Ich bin nicht so ein Lavier Bell-Fan, aber Leo de Parfum, der schaut aber echt schön aus. Weiß nicht, aber oh, der ist sogar nachfüllbar. Okay. Dann habe ich Dry Oil. Warum ist das da drin? Das ist ja ein Bodyöl. Gehen wir wieder zurück. Dann habe ich den La Nuit Tresor, den klassischen, habe ich auch noch. Ich mache jetzt nicht jeden auf, sonst werde ich nicht fertig. Dann habe ich einen Lavier Bell und ich überlege, ob ich den verschenken soll. Weil ich mag den, ich meine, ich habe den damals
bemalt. Schaut jetzt nicht so schön aus. Ich habe auch überlegt, ob ich ihn einfach selber benutzen soll und mir im Spind stellen soll. Schauen wir mal. Dann habe ich von Chloé den Rose Naturel Intense. Und da bin ich happy, dass ich den habe. Da bin ich wirklich happy, dass ich den habe, weil der ist echt gut. Der schaut so aus. Der ist wirklich gut. Habe ich auch schon mal eine Probe, glaube ich, gehabt. Ja, das war es jetzt mit dem ersten Teil. Ich werde mich jetzt nicht lang aufhalten, weil ich muss noch schauen, dass ich das schnell wegräume. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bye!